Also gut, dann einfach mal rein ins Casino, würde ich mal sagen. Hallihallo, ich suche, sag euren Boss. Ich grüße Sie, willkommen in der Spielhalle. Nein. Das war's, er sagt noch nicht. Naja, obwohl hier im warte mal. Na, wie geht's dir heute? Was sagst du, du suchst nach El Palmone, dem dieses Spiel alle gehört? Also, wenn du mehr über die Verbrechenswelt in Ruling wissen willst, dann geh nach Ostend zum Moluski. Hätte man mir auch gleich mal sagen können. Dann eben weiter in Richtung Ostend. Irgendwann werden wir so oder so an unser Ziel ankommen. Hey, du bist noch nicht von hier. Das ist Moluskis Revier. Wenn du durchfährst, musst du 10 Münzen bezahlen. Was? Du sollst dich darauf anlegen, mit mir zu kämpfen. Ich bin ziemlich stark. Ich will trotzdem kämpfen. Was? Du willst mit Gewalt durch? Dir will ich ein Denkzettel verpassen. Tja, jetzt zeige ich dir mal die Sternenkraft hier. So, nichts leichter als das. Jetzt müssen wir bloß die Taktik ein bisschen ändern, die Show-Einlage. Oh nein, das war ja vielleicht jetzt nicht gerade so richtig. Also, so stark ist er anscheinend ja doch nicht. Naja, aber am besten Willen, so stark ist er nicht. Da spare ich mir dann jetzt erstmal doch gut meine Münzen mal wieder. Das ist Lanzo, der Wächter, ein fieser Typ, der Wegzoll an diesem Tor kassiert. Ach, gerade mal 20 KP. Maximal KP 20, Angriffskraft 3, Verteidigung 0, sieht wirklich stark aus. Und noch etwas, wenn du springst, könnt ihr die Lanze nicht verletzen. Schiebt der hier weg das ganze Jahr über Wache? Ziemlich eifriger Wächter. Der dann gleich sowieso erstmal erledigt ist. Ja, er ist gleich erledigt. Jo, danke, Shy Guy. Das war echt der Hammer gewesen. Verdammt, nur weil du die Hauptrolle in einem Videospiel hast. Denkst du, du musst immer alles mit Gewalt lösen? Wer es kann? Im Namen der Gerechtigkeit. Hallo, was ist hier los? Bist du Moluski? Hey, ich bin Ian Fomaus. Die famose Infomaus. Ich habe alle Informationen, alle, die man braucht.
Wenn du Probleme mit Problemen anderer hast, helfe ich dir gerne, aber nur für Münzen. Verstehst du, oder? Du hast jetzt keinen Auftrag angenommen, also brauchst du meine Hilfe auch nicht, verstehst du? Komm wieder, wenn du dir einen Auftrag von der Tafel da abgeholt hast, aber bloß nichts davor. Aufträge? Hallo, du bist zum ersten Mal in der Jobagentur, oder? Ich erkläre dir, wie das hier funktioniert. Hör gut zu. Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anliegen hat, einen Auftrag erteilen. Wenn du wissen möchtest, welche Aufträge es gibt, sieh auf die Tafel neben dir. Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn ja, welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllt hast, bekommst du eine Belohnung vom Auftraggeber. Ein gutes Angebot, oder? Aber merke dir, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Stornogebühren. Alles klar, probier es doch gleich mal. Aha. Liefere Zeug, El Gumbone. Mein Name ist El Gumbone. Ich habe eine Lieferung zu bebringen, leichter Job. Ich kann aus gewissen Gründen nicht in die Stadt gehen. Hol das Zeug also hier ab, kapisch? Du findest mich am Rohlinger Markt, hinter dem Haus von Rakel T. Du möchtest also einen Auftrag von El Gumbone übernehmen? Jo. Also dann, gib dir Mühe. Ich glaube, das war so eigentlich auch richtig gewesen. Diesen Moluski würde ich ja gerne mal von Angesicht zu Angesicht begegnen. Aber ich habe keine Ahnung, wo sich die Räuberbande versteckt hält. Irgendwo hier so von geheim Durchgang. Ah, ja. Aber wo bitte schon soll ich hier ein normaler Mensch durchziehen können? Zum Glück sind wir ja kein normaler Mensch. Wir sind Klempner. Hallo, bist du Moluski? Hey, was soll das, Alter? Da kannst du nicht einfach in das Versteck des Gangsters Moluski eindringen. Was hast du hier überhaupt zu suchen? Was? Du willst wissen, wie man zu diesem Schurken El Palmone kommt? Wegen diesem Kerl bringen anständige Räuber wie wir es nie zu irgendwas. Kapierst du das? Sogar von uns verlangt dieser El Palmone gnadenlos Schutzgeld. Und du willst wissen, wie man einen solchen Typen treffen kann? Na gut, das kostet sich 64 Münzen. Keine einzige wenige geheime Informationen sind eine teure Angelegenheit. Nö. Was soll das jetzt? Willst du plötzlich nicht mehr? Na gut, soll mir recht sein, du wirst schon wiederkommen, wenn du etwas willst. Okay, das ist nicht gut. Jetzt müssen wir erstmal wirklich Jobs erledigen. Wer ich bin Pierre, der kleine Dieb. Früher war ich Geologe in der Katakomben, aber davon konnte ich nicht mehr leben. Moluski hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Ich habe meine Laufbahn als Geologe aufgegeben und bin nun selbstständiger Dieb. Ha, toller Karrieresprung, findest du nicht? Das hilft mir jetzt aber ein bisschen, wenn ich weiter. Ja, also gut, hinter den Laden von Rakel T. Die alte Gumbone. Puh, wer von denen ist jetzt der Sack Rakel T? Und wer ist jetzt der Sack hier Al Gumbone? Er hier? Man weiß nie, wer ihn beobachtet. Machen wir es also schnell. Übergib das hier Gumbaniel. Du findest ihn vor dem Haus von Professor Gumbart. Und pass auf, dass dich niemand verfolgt. Okay. Ein Paket erhalten. Eine Lieferung für Gumbaniel von El Gumbone. Na gut. Wird schon schief gehen. Hauptsache, es gibt mir vielleicht ein paar Münzen ein für die Informationen, die ich brauche. Das Zeug, das nehme ich dir ab. Ich werde dafür sorgen, dass es niemand findet. Sag das El Gumbone. Und du solltest die Sache hier besser schnell vergessen.
Also vergiss nicht. Vergiss es. Geh und hol dir deine Belohnung von El Gumbone. Du bist erst fertig, wenn du dem Auftraggeber gesagt hast, dass das alles erledigt ist. Ich soll ihm was erzählen? Ich soll die ganze Sache nur vergessen. Aber gut, das müsste jetzt auf jeden Fall ein leichter Job gewesen sein. Aber gab es, wie gesagt, bei dem Auftrag eigentlich auch eine Beschreibung dessen, was wir jetzt hier kriegen? Hast du es übergeben? Puh, dann ist mein Kopf aus der Schlinge. Ach ja, deine Belohnung. Mein Kopf lasse ich mir schon was kosten. Da, bitte. 30 Münzen, das geht. Der Auftrag ist erledigt. Gut, gut. Dann können wir uns jetzt also auch die Information von Molluski leisten. Tja, wie umständlich das Ganze doch ist. Aber hey, Informationen haben nun mal ihren Preis. Und da oben ist auch mal wieder so ein ominöser Sternensplitter. Und ausgerechnet hier auch noch einer. Was ist? Du willst doch wissen, wie du El Pamone treffen kannst? Jo. Na gut, das kostet 64 Münzen. Keine einzige weniger. Geheiminformationen sind eine teure Angelegenheit. Bist du sicher? Jo. Na gut, die 64 Münzen hast du ja brav gezahlt. Bezahlt. Also hör gut zu. Kauf im Laden neben der Spielhalle einen Trockenpilz und einen Schwirrwarr. Achte auf die Reihenfolge. Kaufe erst den Trockenpilz und dann den Schwirrwarr. Dann frag dich der Ladenbesitzer nach deiner Lieblingsfarbe. Gelb. Das ist das Passwort, mit dem du in das Büro von El Pamone kommst. Alles klar? Jo! Trockenpilz, Schwirrwarm und dann die Farbe Gelb. Das einzige Problem, was wir jetzt in der ganzen Sache haben, könnte vielleicht sein, dass wir wieder zu wenig Geld haben. Aber schauen wir erstmal, wie viel das jetzt gekostet hat. Das andere Problem, was wir jetzt hierbei natürlich auch noch haben, ist die Tatsache, dass unser Inventar voll ist. Anscheinend müssten wir dann erstmal wieder ein paar Sachen einlagern. Aber das ist jetzt beim besten bewirkt das kleinere Übel. Ich grüße dich, willkommen im Westend Shop. Was können wir tun? Lagern. Gut, das war erstmal alles. Und jetzt brauchen wir den Trockenpilz, Schwirrwarr und dann die Farbe Gelb. Welche Farbe hat eigentlich dein Bart? Gelb. Oh, das war die falsche Frage, was? Also noch einmal. Welche ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Gelb. Das Passwort stimmt. Dann bist du wohl ein Bekannter von El Pamone. Ich habe die Tür für dich geöffnet, bitteschön. Dankeschön. Dann wollen wir mal den Don mal unsere Hochachtung erweisen. Hallo? Wie geht's? Hey, was willst du? Ich habe schlechte Laune. Ein falsches Wort und du kannst was erleben, kapisch? Aber ich brauche ihre Hilfe.
Was, du willst ein Flugticket? Oh, ganz schön mutig ausgerechnet El Palmone mit so einer Klappalie zu belästigen. Du beleidigst den Boss, die schmeißt dich hochkant raus. Hey du willst eine Tracht Prügel? Moment noch, Jungs. Du scheinst mutig zu sein. Ich werde mir anhören, was du zu sagen hast. Die Tracht Prügel kannst du danach immer noch kriegen. Also, wozu brauchst du das Flugticket? Also, ich muss nach Falkenheim. Was, du willst eine Frau befreien, die entführt wurde? Und dafür musst du die Sternjuwelen suchen? Sternjuwelen? Sind es etwa die, die von dieser Legende vom Schatz vorkommen? Sehr originell, diese Pappnasen glauben wohl an diese Lügenmärchen. Aber sicher, den Schatz gibt es wirklich. Ob es diesen Schatz gibt oder nicht, das ist mir völlig gleichgültig, kapisch? Aber es rührt mich, dass du die Frau, die du liebst, retten willst. Also gut. Wenn du machst, was ich dir sage, bekommst du ein Flugticket. Und das wäre? Ganz einfach. Also, meine Tochter ist mit meinem besten Mann durchgebrannt. Wir sind gerade erst weg. Sie müssen erst noch in der Stadt sein. Suche meine Tochter Palmina und ließ diesen Nichtnutz Romanzo und bring sie her. Wenn sie nicht mitkommen wollen, reicht es auch, wenn du mir sagst, wo sie sind. Um den Rest werde ich mich dann kümmern, kapisch? Hey Boss, der kann doch nicht mal eine Kokosnuss von einer Ananas unterscheiden. Und den willst du mit sowas Wichtigem betrauen? Genau, du sollst es uns überlassen, deine Tochter zu finden. Ruhe, kapisch? Ich muss den Fremden nur deshalb fragen, weil ihr zu blöd seid zu finden. Also halt euch gefälligst aus meiner Entscheidung raus. Entschuldigung, Boss. Hätten wir besser unser Maul gehalten. Schön, wenn ihr es kapiert, kapisch? So sieht es aus, es findet die beiden, aber pronto. Und so sehen Palmina und Romanzo aus. Okay, okay. Alles verstanden. Wenn du es nicht findest, kannst du was erleben. Kapisch? Kapisch. Ich suche also Palmina und Romanzo. Die müssen ja immer noch irgendwo in der Stadt drin sein. Tja, aber wo genau? Das ist ja die Frage der Schau. Was ist das? Lot Ombola Tafel. Regeln der Lotombola, Preis, alle Ziffern richtig. Heutige Gewinnzahl. 7717. Keine Ahnung. Tatatatam, jeden Tag eine neue Chance in der Lotombola. Täglich wechseln Gewinnzahlen sorgen für Spaß und Spannung. Soll ich dir genau erklären? Nö. Sehr schade wirklich. Wenn du es doch irgendwann versuchen möchtest, sprich mich einfach an. Loskaufen. Alles viel zu teuer. Tja, aber wo genau sollen wir jetzt exakt nach den beiden suchen? Immerhin sollen die ja noch irgendwo hier in Rohling sein. Der Zug war damit wohl nicht gemeint. Zum Flugschiff kommen wir jetzt erstmal auch nicht. Meine große Leidenschaft ist das Theater. Gerade in einer Stadt wie dieser ist die schillernde Welt des Theaters unwiderstehlich. Ich war ein Fan von Madame Aerona, aber sie hat sich ja von der Bühne zurückgezogen. Für mich als Fan war das natürlich eine Katastrophe. Oh, das ist doch Madame Aerona. Oh, ich bin ihr größter Fan, dass ich sie hier treffe. Tja, hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber wo soll ich jetzt, sag, nach den beiden suchen? Der Boss hat mit dem Laden hier anvertraut. Und wer sich hier an daneben benimmt, landet ganz schön vor der Tür, verstanden?
Naja, immerhin können wir uns hier noch ein bisschen dünner machen. Tja, so war das hier sicherlich jetzt erstmal nicht gemeint. Tja, so war das Ganze sicherlich jetzt erstmal hier nicht gemeint. Das sieht sich hier auf jeden Fall nicht richtig. Wir sind hier auf alle Fälle total falsch. Aber wo sollen wir jetzt nach den beiden Turteltauben suchen? Ganz offensichtlich ist das hier sowieso jetzt erstmal der falsche Weg. Wird sowas schon für später noch wichtig werden, aber jetzt ja noch nicht. Ach, du bist es! Mein Vorname ist Rakel T. Ich liebe Kochen! Wenn du mir die entsprechenden Zutaten bringst, koche dir etwas Leckeres. Soll ich dir gleich was zubereiten? Ja, ein Pilz. Weißt du, ich koche mit einem Pilz. Ich werde dir was Fabelhaftes zaubern. Einen Moment Geduld. Tralalala. Schon fertig, aber ich hoffe, es schmeckt dir. Hier, bitte. Tja, eine Pilzpfanne. Dann bereite auch gleich mal die restlichen Pilze zu. Tja, dann können wir jetzt an der Stelle auch den Trockenpilz auch nochmal verarbeiten. Okay, das ist misslungen. Aha, ein Fehlschlag. Superpilz? Okay, bringt aktuell nicht gerade sehr viel. So, wo müssen wir jetzt nach den beiden suchen? Am Hafen? Tatsache! Nanu, kann dir vielleicht irgendwie helfen? Was? Papa schickt dich, um uns zurückzuholen? Was sollen wir tun, Romanzo? Papa hat uns entdeckt. Nur einen Moment später und das Schiff wäre da gewesen. Ach, Palmina, vielleicht sollten wir doch nochmal mit dem Boss reden. Auf keinen Fall, Romanzo. Du weißt genau, was da mit uns geschieht. Wenn wir ihm alles erklären, wird er uns sicher verstehen, Palmina. Oh,
Mann, das heißt, du liebst mich gar nicht wirklich? Natürlich liebe ich dich, mehr als alles auf der Welt. Dann lass uns fliehen, wenn es sein muss, bis ans Ende dieser Welt. Aber Palmina, wir sind entdeckt worden. Flucht ist nicht mehr möglich. Natürlich können wir echte Liebe findet jedes Hindernis. Meine Liebe ist grenzenlos. Niemand wird mich daran hindern, deine Frau zu werden. Und du, ich bitte dich, wirst du meinem Vater sagen, dass du sie gefunden? Ja. Vielen Dank, du bist ein echter Kavalier. Ja, Mario ist ein Romantiker. Ein alter Romantiker mit alten Schnauzer. Oh Mario, was tun wir jetzt, wenn wir El Palmone nicht davon berichten? Aber ich fürchte sehr, er wird uns bestrafen. Tja, das müssen wir in Kauf nehmen. Das müssen wir in Kauf nehmen. Ein wahrer Klempner steht der wahren Liebe nicht im Wege. Und was sein muss, das muss nun mal jetzt sein. Auch wenn es dem Don nicht gefallen wird. Da bist du ja. Wie sieht's aus? Du weißt, wo sich die beiden aufhalten? Nö. Was? Du weißt immer noch nicht, wo sie sind? Und du wagst es zurückzukommen? Willst du mich zu Narren halten, oder was? Für diese Frechheit bekommst du deinen Lohn. Warte, Papa! Palmina! Boss, verzeih mir. Romanzo, du wagst es doch mir und dir die Augen zu treten? Bitte tu ihm nichts, ich habe ihn dazu überredet zu fliehen. Und der war es auch, der unbedingt zurückkommen und mit dir reden wollte. Boss, mit mir kannst du machen, was du willst. Aber habe Nachsicht mit deiner Tochter. Papa, es ist alles meine Schuld. Wenn du unbedingt jemanden bestrafen willst, dann mich. Boss, ich habe das alles zu verantworten. Papa! Boss! Hört auf mit dem Geschrei! Palmina, es ist eine Schande, eine Tochter wie dich zu haben. Und du, Romanzo, das ist ein Dank dafür, dass ich dich wie einen Sohn behandelt habe. Du hast mich zutiefst enttäuscht. Papa! Boss! Ich will euch beide nie wiedersehen. Verschwindet aus meinem Blickfeld. Das wollt ihr doch sowieso, oder? Ihr habt schon richtig gehört. Von mir aus könnt ihr heiraten oder was auch immer. Papa! Papa, nein, Boss! Danke, Papa. Danke, dass du uns das gestattest. Boss, ich mach deine Tochter glücklich, versprochen. Haut schon ab! Schnief. Palmina, alles Gute für euch beide. Hey Romanzo, Glückwunsch, echt jetzt. Es geht doch nichts über ein Happy End. Auf Wiedersehen, Papa, und danke, vielen Dank. Ja, was ist, Du bist ja immer noch da. Ach so, na zumindest hast du sie gefunden und hergebracht. Ist ja nicht deine Schuld, dass es so enden musste. Und dein Versprechen ist mein Versprechen. Da hast du dein Flugticket. Danke. Bordkarte fürs Luftschiff nach Falkenheim. Verdammt, wie sie den angehimmelt hat. Hättet doch lieber gar nicht erst beauftragt. Wirklich, da sage ich danke. Jedenfalls will ich dein blödes Gesicht nicht mehr sehen. Lass mich jetzt allein, ich muss nachdenken. Okay, ich hau schon ab. Wir haben es geschafft, damit können wir nach Falkenheim fliegen, Mario. Jo. Auf geht's. Sternjuwel Nummer 3. Wir sind bald mit dabei. Auf geht's nach Falkenheim.